So, nun geht's hier weiter. Den habe ich K.O. geschlagen, wie erwähnt, und das müssen wir noch lesen. Ein Begleiter wie Pavel zu haben, erleichtert mich sehr. Es scheint, dass er schon mal hier gewesen ist. Und die Absonderlichkeiten des Reichs überraschen ihn nicht. Ich wünschte, ich wüsste, auf welche Art Einsatz er ist. Aber ich finde nicht den richtigen Augenblick für ein Gespräch. Pavel schien vorher schon zu wissen, dass das Reich sich für einen Krieg rüstete. Während das für mich eine Enthüllung war. In der Metro kursieren bereits Geschichten über die Vorratslager, die wir in D6 gefunden haben. Der Orden hatte nicht vor, den Fund an sich zu raffen, aber uns geht die Zeit aus, das zu erklären. Das Reich geht dem Orden schon fast an die Kehle und versucht, die Kammer einzunehmen. Was wird also passieren, wenn die rote Linie und die Hanse von dem Bunker erfahren? Das ist also der Krieg, von dem Miller sprach. So. War hier noch etwas? Ich weiß es nicht. Also rein da. Spinnen. Ach, da war so ein Ladebrech. Ich dachte, das wäre in eins durch noch. Pavel wird ziemlich sicher gehängt. Wer weiß, was mit mir passiert wäre, wenn er mich nicht befreit hätte. Rot, blau, gelb. Welchen Unterschied macht das schon? Er hat sein Leben für mich riskiert. So etwas erlebt man in der Metro sonst nicht. Ich kann ihn nicht einfach im Stich lassen. Ein Freund. Okay. Pavel. Artyom? Scheiße. Ich wusste, dass du mich nicht im Stich lassen würdest. Du bist ein echter Kamerad. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Jetzt bring mich von hier weg, dann führe ich dich in 0, nichts nach Hause. Scheiße, die kommen meinetwegen. Bringe mich zur Schlinge. Viel Glück, mein Freund. Du bist jetzt meine einzige Hoffnung. Na los, schwing deinen Hintern hier raus, du verdammte Kommunistenratte. Okay. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Um ihn zu retten. Da unterhalten sich auch noch ein paar Leute. Oh, ich glaube, ich weiß, in welchem Bereich ich bin. Ja, doch. Anscheinend irgendeine Notiz oder sowas. So. Das nehmen wir mit. Da ist auch noch ein bisschen Munition. Können wir nicht öffnen, können wir nicht öffnen, können wir nicht öffnen. Gut. So, ausgemacht. Aha. Okay. Und da sie eine Nutte ist, sage ich doch. Jetzt weiß ich, dass du verrückt bist. Wenn du hier bist, passt niemand auf dein Lager auf. Da sind noch welche. Na und? Ich habe den einzigen Schlüssel. Du könntest mir wenigstens sagen, was da drin ist. So, Licht aus. Ja, ich könnte die auch einfach mal nicht töten, aber. Hatte ich das vor? Ich weiß es gar nicht. Wenn nicht, ist es jetzt zu spät. Das war ein Schlag ins Gesicht. Kollege Schnürschuh. Genauso. Ach so. Scheiße. Uncool. Ich habe an den da oben nicht mehr gedacht. Ja. So.
Lol. Oh Mann. Das war. Ich hab den da oben total verpennt. Ich glaube, das habe ich mit meinem Privatdings auch jedes Mal vergessen, dass der da ist. Egal. Bis als ich das erste Mal gespielt habe, wusste ich ja noch nicht mal, dass der da ist. Wenn du hier bist, passt niemand auf dein Lager auf. Ich habe den einzigen Schlüssel. So. Immer diese Geheimnisse. Du bist K.O. Und du auch. Hä? Nö. Der ist auch K.O. Kommt der irgendwie angelaufen? Ah. Der ist auch K.O. Dammit! Dammit! Jetzt wissen sie, wo ich bin. Das ist nicht gut. Nicht gut. Nein. Ey. Der hat in die Richtung geguckt und nicht zu mir. Also das war gerade wirklich, wie der mich getötet hat, weiß ich nicht. Nun gut. Feld sind immer gut für eine EP. Aber das weiß man ja. Machen wir das lieber nochmal so. Moment. Der weiß, dass ich hier... Woher? Das ist... Nein. Das ist nicht gut. Du bist auch tot. Das sind aber noch mindestens zwei. Der ist auch tot. Ah, der hat so ein Dingsvisier. Der ist auch tot. Ah, boah, sind da noch viele. Nein. Uncool. Kommst du um die Ecke? Hopp. So, den hätten wir auch. Aber einer ist da noch. Der verkriecht sich zu viel. Ey. So. Lebt hier noch irgendwo wer? Nein, es wurde gespeichert. Perfekt. War jetzt nicht ganz die Vorgehensweise, die ich eigentlich nutzen wollte. Gut, jetzt scheine ich alles zu haben. Liegt hier noch mehr? Nee. Du hast natürlich noch Zeug. Konnte ich nicht irgendwie sehen, wie viel ich noch habe? An Munition? Ich dachte ja. Wahrscheinlich nur im Shop und so.
Na gut. Ich habe Wurfmesser, die werden mich zur Not retten können. Warum habt ihr hier eigentlich so ein kleines... Achso, da ist nur eine Tür. Okay. Ich wollte gerade sagen, warum haben die so ein kleines Kabuff, wo sonst keiner rein kann, außer durch die Tür? Und wo kein Platz drin ist und wo irgendwie, glaube ich, zwei oder drei Leute rauskamen. Das wäre ziemlich komisch. Hier oben hätte ich, glaube ich, Licht ausmachen können, aber gut. Nach unten. Und da lang. In die Kühlkammer. Ist hier überhaupt noch wer? Ich glaube, die kamen hier auch schon her. Stimmt's? Sieht zumindest sehr danach aus. Ich sehe hier keinen. Okay. Gefällt mir nicht. Ja. Der ist schon mal tot. Dann machen wir mal das Licht aus. Der ist tot. Ey, woher weißt du, dass ich hier bin? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. So. Hier sind aber noch mehr Leute. Eindeutig. Da. So. Und der auch. Das war's schon. Also ich glaube, Alarm auslösen ist sogar für mich potenziell besser, wenn ich nicht durch diese Türen muss, wo die Wachen sind. Die Verstärkung. Ja, doch. Weil ich dann... Ich verschwende ja nur... Obwohl. Es kommt halt drauf an, wie viel Munition ich von denen bekomme. Wenn ich mehr als eine Kugel wieder bekomme, dann lohnt sich das. Ansonsten jetzt nicht so. So, habe ich jetzt alles? Was für Waffen habe ich denn? Achso. Hä? Habe ich nicht noch mehr Waffen? Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich noch mehr Waffen habe. Okay, anscheinend hatte ich doch nicht mehr Waffen. Egal. Dann nehmt jetzt. So, hier ist ein Lager für Munition. Mehr war aber auch nicht. So. Dann gehen wir noch hier unten. So. Der ist tot. Dann kann ich hier hoch. Nein. Wow.
Der ist auch tot? What the hell? What the? Oh, oh, das ist wie der geflogen ist. Oh. Oh. Das war geil. Oh. Das wiederum nicht. Oh. Du bist tot. Einer lebt noch. Wärst du jetzt bitte tot? Danke. So. Ja, ab und zu mal ein Medipack benutzen. Ist nicht schlimm. Oh. Da lebt noch einer, ich höre ihn. Ah. So. Auf jeden Fall, wenn ich hier Stealth-Methode die ganze Zeit machen würde, ich glaube, das wäre fürs LP tödlich. Weil im privaten Dings hat das schon gedauert. Und dann hat's rumgebackt und weil ich einmal irgendwie aus Versehen was falsch geladen habe und dann musste ich zum Glück nur das letzte Kapitel nochmal machen für das Achievement, aber das war nervig. Trotzdem. Eine Sektion später ist. Ich werde es dann wahrscheinlich da nochmal erwähnen. Die war extremste Folter. Ach so. Jetzt bin ich da lang gelangt. Sie war wirklich extreme Folter für nur Stealth. Niemanden töten, nicht gesehen werden, keinen Alarm auslösen. Also an der Stelle war es aber das Schlimme, niemanden zu töten. Ansonsten ging das. Hab zwar für ein paar Bereiche, weil ich das direkt im ersten Playthrough gemacht habe, weil sonst wäre es langweilig gewesen. Etwas gedauert, aber. Ich ergebe mich! Ich ergebe mich! Ich lege jetzt meine Waffe weg und komme raus! Nicht schießen! Ja. Ich möchte dich K.O. schlagen. So. Das hat sich geöffnet. Kann ich die nicht mal K.O. schlagen? Was? Doch. Trotzdem verhält er sich wie eine Leiche. Interessant. Oh, noch ein Buch. Gut, das lesen wir jetzt noch. Im Grunde hat es in der Metro nie einen dauerhaften Frieden gegeben. Die Vereinigte Administration hielt nur für ein paar Jahre. Alles fiel in sich zusammen. Alles klar wurde, dass die Welt nicht mehr existierte, dass die Gerüchte über Präsident und Regierung, die überlebt haben und sich irgendwo im Moral versteckt hatten, genau das waren Gerüchte. Und dass Russland sich nicht mehr aus der Asche erheben würde. Danach kämpfte jeder nur noch für sich selbst. Die Stationen wurden zu Stadtstaaten und die Nachbarn von gestern zu erbitterten Feinden. Das Überleben in der Metro bedeuteten Kampf um Nahrung, Luft und jeden Zentimeter bewohnbaren Bodens. Nicht mal ein Viertel von jenen 200.000, die in der Metro ihre Zuflucht vor dem Weltuntergang fanden, hat überlebt. Die Hanse, die Rote Linie und das Reich sind so groß geworden, weil sie stärker waren als die anderen und mit mehr Entschlossenheit gekämpft haben. Aber nicht in einem dieser 20 Jahre des Blutvergießens war in der gesamten Metro gekämpft worden. Was, wenn unsere kleine Untergrundwelt nur von einem
nur vor einem neuen letzten Weltkrieg steht. Okay. What the fuck macht das ein Krach? Wacht auf, verdammt, dieser Erd. Kommt hier nicht noch ein Checkpoint? Ja. Okay, gut, dann geht's hier beim nächsten Mal weiter und bis dahin. Ich hab's in letzter Zeit mit Verabschiedung, stimmt's? Ja. Auf jeden Fall, bis dann, ich bin beim Candy Anschluss.